Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Minecraft. Der Mike ist nicht mit am Start, weil der Mike noch im Urlaub ist. Und ja, ich baue hier ganz entspannt meinen Beton wieder ab, der jetzt natürlich nass ist, wie sich das gehört. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie Betonabbau eigentlich relativ simpel sein sollte. Das wollen wir jetzt gleich mal testen. Also, was heißt der Betonabbau? Das Umwandeln in, nassen Beton von dem trockenen, weil im Dings, im Nether können wir es natürlich nicht so entspannt machen wie hier. Und dann können wir gleich unsere Nether Base auch fertig bauen. So, wir machen da. Eins, zwei. Bap. Abbauen müssen wir es natürlich trotzdem. Das ist ein bisschen das, naja, Manko würde ich jetzt nicht sagen, weil, abgesehen davon, dass wir nach und nach unsere Spitzhacke dadurch verlieren, das ist ja jetzt nichts an sich Tragisches. So. Denn theoretisch hätten wir auch hier in der Mitte noch was hochbauen können und in der Mitte dann links und rechts und überall immer die Sachen platzieren. Die fallen ja einfach runter. Das ist schon ein bisschen was an Trockenbeton. Drei kriegen wir nicht hin, ne? Ja, scheiße. Ja, schön. Alter. Ja, das war nicht der Plan. Jetzt probieren wir das aus. Okay, es klappt nur bedingt. Aber so kommen wir nach und nach hoch. Ah, müssen wir nicht abbauen, weil fällt der direkt runter. Gut, in dem Fall könnten wir es jetzt sogar abbauen, was ja nass ist. Ich will da hoch. Ich glaube, das war... Ah! Wir sind kurz vor oben. Kurz vor oben. Jetzt müssen wir wieder hochschwimmen. Können wir da raus? Ist der ultimative... Ich will raus. Gut, komm, den einen können wir uns jetzt so abbauen. Den einen können wir nicht so abbauen. Ah, da müssen wir so schwimmen. Und schwupp. Nein! Komm, lass mich raus. So. Den nehmen wir wieder mit. Wir dürfen jetzt halt nicht wieder reinfallen. Wir sind ja Gott sei Dank kurz. Das ist immer noch Trockenbeton. Das ist auch Trockenbeton. Wir sind ja Gott sei Dank erst kurz davor, wenn wir jetzt hier runtergefallen wären, zu sterben. Wir haben ja mit zwei Herzen überlebt. Das ist ja schon mal keine schlechte Sache. So. Den einen können wir auch da runterschmeißen. Der wird ja trotzdem dann gleich nass werden. So. Jetzt darf es nur nicht Nacht werden, weil wenn es jetzt Nacht wird, haben wir das ganz klare Problem, dass wir von einem Skelett hier runtergeschossen werden. Ich sag's euch. Genau das wird passieren, nichts anderes. Die Frage ist, können wir bei sowas, können wir in die Mitte einfach ein Dings machen, ein Gerüst? Und sagen, ja, jo, nice, Gerüst. So. Ahaha. Das war jetzt nicht die beste Idee der Welt. Aber das hier. Weil jetzt fließt es einmal runter, kommt an alle Blöcke dran. Und die sind dementsprechend alle gedingst. Also wir können uns jetzt hier einfach lustig im Kreis drehen. Und unsere Spitzhacke verbrauchen. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Weil, ich glaube, wir haben jetzt dann gleich zwei Stacks ungefähr an Nassbeton. Beziehungsweise an Beton heißt es ja dann einfach nur noch weißer Beton. Und kein Trockenbeton mehr. Ja, hätten wir jetzt das Ganze, würden wir hier bauen, wäre das kein Problem. Wie gesagt, dann würden wir es einfach reinkippen. Also wenn wir aus dem Trockenen was bauen und es dann reinkippen. Bei Zwischendecken oder so, klar, wird es ein bisschen schwieriger. Aber auch das wäre relativ simpel zu umgehen. Beziehungsweise da ist halt die Frage, ob es Sinn macht, das zu umgehen, weil man müsste halt im Prinzip eine Etage reinziehen mit Erde oder irgendwas, dann Trockenbeton drauf, dann Wasser drauf kippen und ja, da kann man auch gleich den Trockenbeton nass machen, abbauen und platzieren. So, habe ich eine Werkbank dabei? Nö, dann bauen wir uns halt eine, wir haben ja Holz einstecken. Wir sind ja vorbereitet. Ja? Wir sind ja vorbereitet wie ein Tropenforscher. Unser Eisenverbrauch ist auch nicht gerade niedrig. Muss man mal sagen.
Das muss man mal sagen. So, Spitzhacke. Werkbank weg. Und wir sind gleich wieder auf dem Boden der Tatsachen. Auch wenn es Nacht wird, aber jetzt dürfte uns ein Skelett auch nicht mehr so gefährlich werden. Wir sollten auch snacken. Heal mich. So. Da kommt schon der erste Zombie an, der Hallo sagen will. Hallo, ich sehe dich. Du baust dich da runter. Ich komme und will dich fressen. Gib mir dein Gehirn. Ich bin ein Zombie. So. Ja. Apropos Zombie, es kommt Zombieland 2. Ich freue mich so ultra drauf. Und Zombieland eine der, wenn nicht sogar die beste Horrorkomödie. Überhaupt. Und es gab ja mal eine Zeit, da hat Amazon Prime, wenn die neue Serien gemacht haben, mehrere Piloten zur Verfügung gestellt. Man konnte abstimmen, welchen man sehen will, und einer von 8 hat dann halt gewonnen. Und damals gab es auch eine erste Episode von Zombieland als Serie. Nicht mit den Originalschauspielern, ich glaube, das wäre einfach zu krass teuer gewesen. Zumindest für eine Folge. Ich meine, wenn ich mir angucke, was Netflix und Amazon Prime mittlerweile so produziert, die schmeißen ja auch ein bisschen Geld raus. Oder investieren Geld, besser gesagt, rausschmeißen, ist da vielleicht der falsche Begriff. Ja, lass mich rein. So. Aber war trotzdem auch lustig. Aber hat leider nicht gewonnen, fanden nicht alle Leute so geil. Ist natürlich auch Horror, ist immer ein schwieriges Genre. Also insofern schwierig, dass du halt nicht so ein breites Publikum ansprichst. Also ich glaube, Liebeskomödie geht natürlich immer, ja, fahren alle drauf ab. Action geht natürlich auch immer. Und Horror ist, ja, schwierig. Ja. Yeah. Guten Morgen, Seppel. Was geht ab? Seppel. Ja. Ich gehe wieder in die Hölle. Ist das cool mit dir? Ja. Gut. Habe ich irgendwas, was ich dir verticken kann? Nee. Nicht ja. Nee. Wir wollten hier ein paar Deals machen, aber Seppel... Seppel braucht nicht das, was ich einstecken habe. Seppel will wieder rote Beete. Verständlicherweise. Und ab in den Nässe. Also eigentlich nicht verständlicherweise. Ich meine, das ist fucking rote Beete. Wer will das schon? Weißer Beton. Blum, blum, blum. Ich hab Beton. Hallo Schwein. Willst du dir mal deine Zombie-Variante angucken, die sich gepaart hat mit Menschen? Zombie-Pigman. So. Ich finde... hallo Huhn. Ich finde, so hat das Ganze schon was. Aber wir müssen jetzt mal rausgehen. Oh. Kunst mal leise. Ja. Und dann bauen wir uns einmal rüber. Jo. Ganz entspannt einmal im Kreis laufen. Da kann uns ja nichts passieren. Sagt er und wurde von einer Loa angeschossen. Nein. Da kann uns nichts passieren. Und dann haben wir unseren ersten Observatoriumsraum hier gleich auch fertig. Das Schwein, das observiert mich auch schon. Vor allem können wir dann tatsächlich, wenn wir wieder mal in der Situation sind, dass uns 5743 Zombie-Pigmen verfolgen. Ja, und ich übertreibe ja nicht. Es ist ja wirklich Realität. So viele waren das ja. Können wir dann einfach hier reingehen und sagen, nope. So nicht. Nehmen die Tür. Und haben hier drin Ruhe, können uns erstmal wieder hochheilen. Oder einfach wieder in die echte Welt verschwinden. Die echte Welt. So, wenn die jetzt noch aggro sind, werden die gleich angerannt kommen. Na, ich glaube, die sind tatsächlich nicht mehr aggro. Ah, müssen wir gleich mal wieder welche schlagen, würde ich sagen. So. Blub, blub. Blub, blub. Blub, blub. So. Schön alles reinbauen. Noch mehr weißer Beton. Mehr weißer Beton. Just for lols. Ja. Hätte sein können, dass es ja mittlerweile mal anders ist. Weil meine Nether-Erfahrung, die sind ja ein paar Jährchen her, sag ich mal. So. Jetzt machen wir den hier. Aber ja, hätte mich auch gewundert, wäre es anders. Wir machen ihn noch einen höher. Dann müssen wir den wieder abbauen, ich weiß. Leistung, Dinge umsonst gebaut, ja. Nein. Also,
Schon, aber nein. Weil dann machen wir so eine Wölbung obendrauf sozusagen. Mein Weg. Tut, tut. Da oben war ein Plop. Die Plops, die, keine Ahnung, die spawnen irgendwie in Sekunden. Ich gucke hin, schwupp, ist er weg. Das verstehe ich nicht. Also das finde ich immer sehr ärgerlich generell in Spielen, wenn du irgendwas siehst und es despawnt vor deiner Nase. Ich sag so, Leute, ich seh's doch. Lass es doch nicht einfach verschwinden. Vielleicht möchte ich es ja damit interagieren. Anfassen. Gehen wir mal kurz vor die Tür. Wir gehen mal kurz vor die Tür. So. Ja, würde ich schon sagen. Aber dann müssen wir uns hier mal kurz hochbauen. Ups. So. So. Wo ist meine Tür? Hier ist meine Tür. Da ist nämlich dann die Mitte. So. Das Portal steht. Nicht mittig. Okay. Gerade schon gedacht. Also da dürfte nämlich nicht mittig stehen. Dann wäre nämlich unser Außen... Kranz im Prinzip falsch. Oder, ja, doch, falsch ist glaube ich, der richtige Begriff in dem Fall. Kann man schon mal sagen. So. Ja, doch, das möchte ich auch machen. Ja. 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 Und, so. Und die machen wir wieder weg. Nein, er ist vor die Tür gefallen. Kein Problem. Das gleiche machen wir jetzt auf den anderen Seiten natürlich auch noch. Damit auch die Diagonale vorhanden ist. So. Und schwupp. Blub. Blub. Dann haben wir halt wie so eine kleine Glaskuppel. Ich meine, die könnte man auch übertreiben, aber dann ist das Glas nicht so schön glatt. Also wenn wir wirklich so eine leicht angerundete Kuppel machen, dann ist das Glas nicht glatt und dann bringt es ja jetzt auch wieder nicht so viel mehr. Also dann hätten wir es ja auch sein lassen können. So, ne? So, gehen wir wieder rein. Das haben wir eingesammelt. Wunderbar. Na, erstmal darüber. So. Gerade schon die Befürchtung gehabt, dass es in Richtung Hakenkreuz geht. Sowas wollen wir natürlich nicht bauen. Aber geht's nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Zum Scheiß haben wir nichts zu tun. Außer wenn wir es verachten. Spüre die Verachtung. Spüre sie. Wobei es natürlich auch ein Sonnensymbol aus Hinduismus ist. Hinduismus, Buddhismus? Ich weiß nicht von welchem. Also generell in der asiatischen Kultur vertreten. Und ja. Oder auch als Rune von den Wikingern. Was dann ja doch, ja, leider sehr negativ gebrandet wurde. So. Da können wir auf jeden Fall einen Sinn machen. Und, ja. Und wir haben noch einen übrig. Ich glaube tatsächlich, das war jetzt der letzte, den wir einstecken hatten an normalen Beton. Oh ne, wir hätten noch einen Stack gehabt. Ich habe nichts gesagt. So, dann kommt hier nämlich Glas rein. Eigentlich hätten wir Pyramiden bauen müssen. Dreieck, beste, stabilste Form. So, ne? So. Das haben wir eingebaut. Jip, 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 jip. So. Ja, wir haben kein Glas mehr. Wir müssen wahrscheinlich mal wieder Sand sammeln. Ja, geil. Ihr kennt das. Und tschüss. Zurück in die andere Welt. Aber gleich ist unser Räumchen fertig. Was ein Träumchen mit dem Räumchen. Na, falsche Richtung. Ich laufe ja grundsätzlich in die falsche Richtung. Also wenn ich heim will, laufe ich immer erstmal hier in die Richtung. Wenn ich nicht heim will, laufe ich immer erstmal, ja, heim. Ihr habt es ja gerade gesehen. Das war der beste Beweis. Ich weiß, was ich tue. Echt.
Borat, das könnte man auch mal wieder gucken. Wenn er seine Nichtwitze macht. Nicht. Mein Name Borat. Fun Fact zu dem Film. Der hat ja so einige Szenen aus Borat. Ich hoffe, ihr kennt den Film, wenn nicht angucken. Er ist geil. Gut, geil ist vielleicht das falsche Wort. Egal. Der trägt ja die ganze Zeit seinen grauen Anzug. Und viele von den Szenen sind nicht gestellt. Also die sind wirklich so aufgenommen worden. Also der wurde auch zigmal verhaftet während dem Dreh. Der Sacha Baron Cohen. Und unter anderem gibt es ja eine Szene, wo er da in New York irgendwo ins Gebüsch kackt. Also die Szene ist erstens korrekt. Also die haben sie wirklich so gemacht. Und was auch krass ist, er hat einfach 100 Tage beim Dreh diesen Anzug getragen, den er trägt. Und dieser Anzug wurde währenddessen nicht gewaschen. Damit wirklich, wenn er mit Leuten interagiert, die Leute denken, okay, das ist dieser stinkende Vollidiot aus Kasachstan und die Vorurteile werden einfach direkt geproved so. Und ist schon krass. Also das nenne ich mal Commitment. Na gut, das ist eh krasser Comedian. Muss man einfach so sagen. So, Richtung Netherfestung gehen wir auf jeden Fall mit dem weißen Witter. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob die Pikmin nicht Streit suchen. Ah, okay, sie suchen keinen Streit. Sie haben gesehen, ich baue jetzt mit Beton. Das ist serious business. Da wollen sie sich nicht mehr mit anlegen. Ganz klare Sache. Wenn der Beton erstmal vorhanden ist, dann ist vorbei für den Pikmin. So. Diddle, 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 diddle. Blub, blub. Blub, schwupp, schwupp. Blub, blub, blub. So. Geil. Und blub, 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 blub. 23 haben wir noch. Das heißt, wir können noch 7 Reihen abbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 2. So. Ja, Gast. Klappe da oben. Also er guckt von oben auf uns herab und möchte uns beschießen. Ist ja fast hier wie mit. Nein. Ich habe gerade schon gedacht, er schlägt mich gleich, weil ich so halb auf ihn draufgefallen bin. Oh ne, macht er nicht. Macht er nicht. Ja, ja. Ich müsste mir dann auch so Säulen bauen, wenn wir uns mit sowas hier einen Weg über Lava bauen, die bis unten in die Lava reichen. Das wird zwar ein sehr anstrengendes Unterfangen, weil wir dabei öfters sterben werden wahrscheinlich. Aber so grundsätzlich fände ich das eine lustige Idee. Nach dem Motto, hier ist alles dunkel und düster und wir kommen mit unserem weißen Beton und bauen alles zu. Hi. Könnte man jetzt noch Türen färben, ne? Das wäre ein Träumchen. So, ein bisschen Glas rausholen. Für die XP natürlich. So, klick, 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 klick. So, eine Hälfte geschafft. Ja, dann verprügeln wir mal ein paar Pikmin, würde ich sagen. Oh, wir sollten aber erstmal was essen. Erstmal was essen. Essen wir mal eine Karotte. Ja, wir haben so viele Kekse gegessen, jetzt müssen wir auch mal was Gesundes essen. Eine Karotte. Oh, ich habe die Tage beim Einkaufen gesehen, es gibt so Fertig-Brownies. Oben ist ein Keks drauf, unten ist ein Brownie. Ich war versucht, sie mir zu kaufen, habe dann aber gesagt, nein. Die werden jetzt nicht käuflich erworben. Aber das Grundinteresse besteht immer noch. Es sah gerade so aus, als wäre hier die Tür einfach hart versetzt. Ich baue das mal trotzdem wieder hier voll erstmal. Also auch wenn wir es wahrscheinlich später wieder für einen Weg natürlich entfernen müssen. Aber vorerst Klappe. Klappe. Komm ran. Komm ran, Junge. Ey. Ich bin ein Zombie. Pikmin. Ups. Tschüss. Der ist etwas tiefer gefallen als geplant, aber okay, passiert. Passiert war jetzt nicht meine Schuld, ich habe ihn nur mit einem Schwert geschlagen. Ich wollte nicht, dass er runterfällt. Moment, doch eigentlich wollte ich schon, dass er stirbt.
Aber nicht auf die Art, ich wollte die XP haben. Damn. Aber gut, die Folge ist vorbei. Dementsprechend dir vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und morgen um 13 Uhr geht's weiter mit der nächsten Folge. Dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Au, 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 au. Mach's nicht, geh weg.